Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Und ja, wir wollen unseren Charakter verändern, dazu müssen wir jetzt aber... Guten Morgen. Kurz einmal Fertigkeiten, die leichte Rüstung leveln, habe ich mir gedacht. Ich habe das schon gemacht und bin darauf gekommen, dass eben leichte Rüstung, da gibt es nicht viel, die mir zusagen, schauen alle irgendwie witzig aus und ja, will ich nicht. Ich will euch nur zeigen, wie wir das machen beim Leveln. Leichte Rüstung haben wir jetzt bei 57. Wir haben da einen Perk gesetzt, ja. Und ich habe da vom letzten Mal noch einen Talentpunkt verschwendet, damit wir eben auch noch diese Glas, Vulkan, Glasschmiede, Kunstrüstung auch sehen. Die werde ich jetzt kurz mal verbessern. Also Mädel, geh mal da weg. Wir sind ja Nord und wir brauchen ja... Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. Ja, alles klar. Wir sind ja Nord und wir stehen ja nicht auf leichte Rüstungen. Wir haben ja genug Schwere davon. Aber eben, ja, wir könnten das jetzt verbessern. Bessern eben um ein wenig, ja. Aber ich habe hier einen Zaubertrank und wir schauen mal, was sich da so ergibt. Jetzt kurz einmal da reingeschaut. Wir ziehen uns natürlich gleich um. Wir haben ja da eben, wir haben jetzt einen Rüstwert, ne, von 114. Das ist so, wenn wir die einfach da bauen und uns anziehen. Die Schuppenpanzerrüstung, die wir da haben, ja, ja. Die hat ja schon 318, weil wir ein wenig verbessert sind. Wir haben ja da jetzt aktive Effekte, Schmiedekunst verstärken, ja. 4×22, Alchemie hat jetzt nichts zu sagen. Und dann haben wir noch einen Zaubertrank. Aber wir schauen da gleich noch einmal verbessern. Statt 24, 49. Und jetzt haue ich mir den Zaubertrank rein, ja. Ich hoffe, das haut dann auch hin einigermaßen. Wir haben da Schmiedekunst verbessern, ja, um 113% getrunken da rein und wir verbessern das Zeug gleich mal. So, und dann ziehen wir das Zeug auch gleich mal an, schauen, was das uns jetzt gebracht hat. Ich schätze mal nicht sehr viel, aber 386, ja. Das hängt auch damit zusammen, dass wir hier, ja genau, da oben bei den Fertigkeiten und in den leichte Rüstung 47 sind wir nicht gelevelt und haben da auch nur einen 20%igen Bonus auf diese Rüstung. Aber egal. Da als nächstes müssen wir, weil wir da keine Zauber drauf haben, den Wiederherstellungszauber da mal raufsetzen auf den Helm und auf die Brust, ja. Das werde ich dann auch gleich machen, weil die Kette für die Wiederherstellung, ja, die haben wir das da, ja. Hm? Dann können wir uns mit den ja, Mammuts und mit den Riesen ein wenig spielen gehen. Okay, ich ziehe mich da wieder um. Hier statt auf und wird dann gleich einmal ein paar Verzauberungen vornehmen, ja? Wir gehen da zum Arkanenverzauberer. Jetzt muss ich kurz mal nachschauen, haben wir da überhaupt ein paar Seelensteine dabei? Nee, natürlich nicht. Okay, ich mache einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder nach oder vor dem Verzaubern. Bis gleich. Ja, und jetzt haben wir alles, was wir brauchen, nämlich auch Seelensteine und einen Zaubertrank, aber eigentlich brauchen wir den für diesen Zweck nicht, weil es ist egal, ob wir 25% davon haben oder nicht, oder 28 oder 32, egal hier. Wir nehmen da jetzt den Gegenstand, den wir verzaubern möchten, denn wir brauchen jetzt mal einen Helm. Dann hauen wir rein eben, und das ist nämlich ganz weit unten, der Wiederherstellung verstärken Zauber, 25% reicht. Und wir haben dann einen schwarzen Seelenstein genommen, der müsste mal kurz reichen,
Da hauen wir das rein und ja, ich werde jetzt nichts umbenennen, einfach herstellen und passt auch schon. Wir nehmen das gleiche noch einmal, Wiederherstellung verstärken und wir nehmen eben diese Vulkanglasrüstung und stellen das Zeug auch her. So, somit ist das einmal geschehen, die Vorbereitung auf unser leichte Rüstung Leveln. Zeugs, was wir jetzt machen. Okay, wir ziehen das an einmal. Was haben wir? Bekleidung, Vulkanglas und jetzt haben wir Rüstwert 386 und müssten dann auch noch Heilung, ja, Heilung Silber und Halskette. Wir haben da auf der Shortcut, nehme ich an. Schauen wir mal. Ja, Wiederherstellung, haut hin, seht ihr. Und die Rüstung schaut echt witzig aus, Leute. Ja, eben, ich habe da fast alle durchprobiert, bis auf die Lederrüstung und ein paar Pelzrüstungen. Und die haben überhaupt keinen Rüstwert, auch voll gelevelt. Kommt da überhaupt nichts gut rüber. Die einzige, die mir jetzt noch gefällt, ist die alte Nordrüstung. Die haben wir dann auch noch. Das ist aber eine schwere Rüstung und die werden wir dann schlussendlich auch noch tragen. Da machen wir ganz andere Zauber drauf, aber ich mache jetzt einen kurzen Schnitt und wir werden uns dann wahrscheinlich bei den Riesen wiedersehen und uns ein wenig spielen mit den Jungs, okay? Bis gleich. So Leute, da sind wir bei den Riesen, nämlich hier. Ich glaube, ich zeige das mal kurz auf der Karte. Das Lager kennen wir, ist gleich westlich von Weißlauf, da waren wir ja schon und da sind zwei Riesen, die werden wir uns gleich einmal vornehmen und unser Pferd verfolgt uns permanent, ja, cool. Aber damit wir sie nicht zu sehr verletzen, werden wir gleich das beschworene Schwert in die Hand nehmen, weil alles andere wäre ja zu stark. Schauen wir mal, ob wir da hier gleich einmal ein wenig lästig sein können. Ja, das kommt schon gut. Ja, leichte Rüstung. Ja, der haut schon rein, der Junge, gell? Man muss nur schön aufpassen, dass man da keinen Doppelhieb abkriegt. Ja. Seht ihr? Da geht's schon. Ziemlich zur Sache. Und ja, leichte Rüstung. Ja, ja. Ich will den Jungs auch nicht unbedingt wehtun, ja? Ja, und wieder Herstellung leveln wir natürlich auch, ja? Und Leute, so geht's dahin, ja? Und manchmal halt die Inne. Ja, die hauen schon rein, ja. Ja, ja. Also, und ich möchte auch die Perks nicht setzen, ja. Weil ich möchte die dann für was anderes gebrauchen und nicht für leichte Rüstung. Wir schauen gleich einmal nach, Fertigkeiten. Wir haben da jetzt 5 Talentpunkte noch zu verbessern. Und leichte Rüstung, wie ihr seht, da, ja,
haben wir nur 20% verbessert jetzt. Ne? Das nächste wäre 40% und eben da hätten wir dann schon einen Rüstwert, der extrem cool ist. Aber ich will das für Schleichen und Diebstahl. Ne? Das soll dann witziger sein. Aber mal schauen. Vielleicht werden wir hier stehen, oder? Aber nicht so schnell. Ja, ich mache da mal einen Schritt. Und einfach weiter so. So Leute, wir sind eine Stufe aufgestiegen und da müssen wir wirklich aufpassen hier. Die Jungs sind echt heftig. Wenn wir da keine Burg setzen, haben die zu zweit echt einen mächtigen Vorteil. Aber ich schaue mal, wo unser Pferd ist. Warum ich da jetzt weglaufe? Die Leute ja eine Stufe aufsteigen. Wir haben Wilkas, der kann zweihändig unterrichten. Und das werden wir dann auch noch gleich in Anspruch nehmen. Stufe für Stufe, solange er das kann. Und unsere Rosinante steht da oben. Ja, Schmarrn. Weiß auch nicht warum. Aber wir können mittlerweile schon die Schnellreise antreten. Und wir sehen uns dann bei Wilkas, wenn der uns zweihändig unterrichtet. Okay, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt zu Hause, ja, bei Wilkas in Briesenheim und wir müssen da mal eine Stufe aufsteigen und müssen auch irgendwas verbessern. Ich habe jetzt keine Ahnung genau, was wir jetzt da verbessern. Ich schätze mal die Ausdauer verbessern hier und das war's dann auch schon. Gehen wir. Und Wilkas 2. Alles eine Frage des Schwungs. Ja, hier, genau. Ich zeige es euch. Zeig's uns mal, ja. Zweihändig, wir sind Stufe 57, er ist Trainer der Stufe Meister und jetzt lassen wir uns einmal ein wenig unterrichten von ihm, ja. Drei, ihr seht ja, was das schon kostet, ne? Und deswegen auch, ja, fünfmal geht's, mehr geht da nicht und passt auch. Ich schätze mal, mit dem Leveln der leichten Rüstung kommen wir so auf Stufe 70. Dann sind wir zweihändig auch nicht schlecht, ja? Und dann tauschen was wir gleich einmal. Nämlich den Mammon, den wir dir gegeben haben, den holen wir uns da gleich zurück, diese 9000, ne? Okay, Leute. Und so ich geht's weiter. Ich werde jetzt da wieder mit den Riesen spielen gehen, bis wir eben leichte Rüstung. Wir sind jetzt auf 73 bis auf 100 haben. Ist ein bisschen tricky mit zwei Riesen, aber egal, wir werden das schon schaffen. Ich melde mich gleich wieder, euer Toso. Hey Leute, die Riesen sind müde. Die tun nichts mehr. Noch ein bisschen, da geht's dann schon wieder. Ja, der Linke, der mag nicht so recht, ne? So, wir werden dann gleich wieder mal aufsteigen, ja? Und dann haben wir es auch bald geschafft. Wir sehen uns dann wieder. So, Leute. Wir sind bei 100. Und jetzt schauen wir, dass wir wieder wegkommen. Ja, und wie gesagt, wir sehen uns dann wieder. Ups, wo sind wir hier? Wir müssen nur außer der Reichweite des Riesen kommen. Und dann zeige ich euch, wie sich das auf die Rüstung ausgewirkt hat. Ja, bis gleich. Ich wollte nur sagen, die Riesen leben, ja. Ich habe sie nicht getötet. Ja? So, wir sind da schon in Weißlauf und der Riese ist noch immer hinter uns her, seht ihr da? Und jetzt ist es geschehen. Nun gut, wir sehen uns in Briesenheim. Gleich. Ja, und schon sind wir in Weißlauf, Leute, kurz vor Briesenheim. Ich bin da jetzt nicht reingegangen, ich wollte ja eigentlich nur zeigen, leichte Rüstung haben wir jetzt auf 100 gelevelt und das nur mit einem Perk gesetzt, ja. War ein wenig tricky mit zwei Riesen, aber ist gegangen. Wir haben Bekleidungslevel, jetzt Rüstungswert 441. Da ist nicht viel dazugekommen. Ich glaube, wir sind mit 300 irgendwas gestartet.
380 oder was, ja. Ich werde hier kurz einmal einen Speicherpunkt setzen und euch zeigen, wie sich dann die Perks auswirken, ja. Auf die leichte Rüstung. Ich schätze mal, das wird dann verdoppelt, ja. So, Fertigkeiten und wir setzen da eben, wir haben jetzt 7 Talentpunkte noch, ja, wir machen da einmal, zweimal, dreimal, viermal und das, was noch wichtig ist, passt genau 25 und dann schauen wir uns das an, da gäbe es dann noch was da oben, passt genau Garnitur mit 25% habe ich nicht probiert, brauchen wir auch nicht eigentlich, können wir dann auch noch schauen. Wir haben einen Rüstwert dann von 29, also leichte Rüstung, diese hier, ne? Und dann auch die Drachenrüstung, die kommt gut. Alles was darunter ist, das ist ja ein wenig Schmonsens, ja. Ich kann ja gleich einmal probieren, wir haben ja die Schuppenrüstung, die kommt ja auch recht cool. Und da bleibt es bei 19, wir können die ganze Schuppen und den Schmarrn, 800 und so, ist ja auch nicht schlecht, ja. Aber Leute, die gefällt mir nicht und auch die andere, die wir dir jetzt angehabt haben, die Vulkanglas, ist auch nicht so, ne? Schaut ja irgendwie witzig aus. Und wir haben ja gespeichert, ich probiere jetzt den einen Perk noch zu setzen hier. Wir haben da diese passgenaue Garnitur, ja, wir sind hier bei 900 gewesen, müssten 25% noch dazukommen, aber ich weiß nicht genau, was das jetzt heißt, passgenaue Garnitur, Bekleidung, oh ja, das gibt schon einen guten Rüstungswert, Leute, aha, ja, also 1104, ja, legendär, kommen wir hin, also, zwischen, einer schweren Rüstung und einer leichten Rüstung ist nicht mehr viel Unterschied. Nur was ich da jetzt verbraten habe, ja, von 7 Talentpunkten und wir steigen ja gleich auf in Stufe 70, bleibt uns dann nur einer übrig. Und wie gesagt, mir gefallen die Rüstungen nicht. Ich kann euch, glaube ich, ich habe da noch andere Speicherpunkte, dann das zeigen, welche Rüstungen ich da meine. Wir sehen uns noch gleich wieder. Ja, das wird ein langes Video. Bis gleich. Ja, und ich habe da hier jetzt einen alten Speicherpunkt geladen, weil ich ja schon einiges ausprobiert habe. Die Lederrüstung selbst finde ich extrem cool. Und ja, abgeschworenen Kopfschmuck, ja. Also, Leute. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. Aber es ist harte Arbeit. Die Kombination finde ich cool. Finde ich recht nett, ja. Ja, aber wie gesagt, beim Rüstwert schaut das ein wenig witzig aus. Was haben wir da? Lederrüstung und Anschuppen. Ja, das ist alles leichte Rüstung. Leichte Rüstung, ja. Ist alles leichte Rüstung, so wie ich denke. Und wir haben dann nur 537, ja. Weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen soll. Dann haben wir noch eine neue Rüstung, ja, die alte Nordrüstung, die ist cool. Da sagt der Rüstwert nichts darüber aus. Wir müssen da das, glaube ich, noch anziehen. Dann haben wir wieder, ja, 915 und da fehlt noch ein Perk, aber den können wir gar nicht setzen, nämlich den, ja, bei schwerer Rüstung gibt es nämlich auch einen Perk. Passgenaue Garnitur. Passgenaue schwere Rüstung, passgenaue Garnitur, werde Fels in der Brandung und die passgenaue, ja, das wären auch zwei, ja, Perks zu setzen, ja. Was steht da? 50% weniger zurückstoßen, ja, das brauchen wir nicht. Zwei Perks für das ganze Zeug, so um die 1900 oder 900 und 1000 herum reicht der Rüstwert. Aber die, ja, alte Nordrüstung finde ich extrem cool, ja. Finde ich echt nett. Ich glaube, mit dir machen wir weiter. Von hinten schaut sie nämlich auch nicht so schlecht aus, ja. Und was noch ein Favorit von mir war, ein Favorite, ist die Fellrüstung. Die finde ich auch cool. In Kombination auch mit dem abgeschworenen Helm.
Das schaut ja auch nicht schlecht aus, ja? Unsere Tosita, ja? Rüstwert ist auch dann bei 700 irgendwas ohne den Perk. Aber mir geht es eigentlich nur darum, dass sie cool ausschaut. Und eben bei den, ja, dass wir die Perks nicht verlieren. Wie gesagt, als nächstes, das wird ein 30-Minuten-Video, kann es ja nicht sein. Veränderung, ich brauche da bei den Zaubern noch ein paar Perks und Schleichen zum Beispiel hätte ich ja gerne, ne? Einen zumindest, lautlose Bewegung, nein, die Heimtücke, Blattschuss brauche ich nicht, aber die Heimtücke, 1, 2, das wären 2 zu setzen. Und dann bei Schleichen haben wir jetzt und Taschendiebstahl, da sind wir nur auf 17, dann müssten wir einen setzen, den zweiten brauchen wir hier. Und Beutelschneider, ja, damit wir hier raufkommen, ja. Du kannst ausgerüstete Gegenstände stehlen. Das möchte ich unbedingt. Ja? Sich an jemanden ranschleichen, ihm die Rüstung und die Waffe aus der Hand stehlen. Das kommt sicher witzig. Nun gut, Leute. Tosita, ja, diesmal allein. Wünscht euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit diesen Anweisungen, ja, wie man da jetzt leichte Rüstung levelt und dass man mit den richtigen Perks auch auf über 1000 kommt, wenn man die passgenaue Garnitur hat. Aber wie gesagt, ein wenig eitel sind die Mädels und darum werden wir jetzt, aber Pelzrüstung kommt cool, werden wir wahrscheinlich bei den schweren Rüstungen bleiben. Also Leute, angenehme Nacht, süße Träume und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn ihr Spaß hattet und laufen bleiben wollt, dann macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt ihm nicht weiter. Wieder mal für Skyrim, die unendliche, ja, aus Himmelsrand, euer Toso, Tosita. Bis dann, ciao.